evaluate options in response to Iranian aggression. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, hat US-Präsident Trump gestern erklärt, man werde abwägen, wie man weiter auf iranische Aggression reagiert. Das heißt, zunächst gibt es keine Militäreinsätze, aber neue Sanktionen gegen die Führung in Teheran. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Die Rede des Präsidenten sei hohe Politik, erklärte der frühere Reporter David Sanger im US-Nachrichtenkanal CNN. There was the holding open possibility. Die Möglichkeit für neue Gespräche wurde offen gehalten, aber gleichzeitig verstärkt Trump die Sanktionen. Nun, es waren verschärfte Sanktionen, mit denen diese Runde der Eskalation begann. To begin. Iran hatte auf den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen die Sanktionen mit der Eskalation bestehender Krisen reagiert. Der Tod eines Amerikaners im Angriff einer Miliz in Irak setzte die militärische Konfrontation vor mehr als einer Woche in Gang. Jetzt baut Washington sogar vor, um Entspannung nicht zu gefährden. Vizepräsident Pence erklärt dem Fernsehsender CBS, Iran weise Milizen an, keine amerikanischen Ziele oder Zivilisten zu attackieren. Frankly, we're receiving some encouraging intelligence. Offen gesagt haben wir ermutigende Geheimdienstinformationen erhalten. Iran verlangt den Nachrichten an Milizen, auf Angriffe zu verzichten. Wir hoffen, das wird gehört. Message continues to echo. Dennoch ist die Gefahr nicht gebannt. Das hatte auch der Einschlag von zwei Raketen in der irakischen Hauptstadt Bagdad gestern Abend noch einmal gezeigt. Selbst wenn Iran die Vergeltungsschläge gegen US-Einrichtungen für abgeschlossen hält, könnten schiitische Milizen im Irak immer noch Rache fordern. Sie beklagen den Tod des Vizekommandeurs der Volksmobilisierungskräfte Abu Mahdi al-Muhandis. Abu Mahdi war vom US-Militär gezielt getötet worden, im gleichen Angriff wie der iranische Kommandeur Soleimani. Im Morgenmagazin des US-Parlamentsfernsehens C-SPAN können Zuschauer und Hörer gleich in der Früh anrufen. First half hour this morning we'll get your reaction to Iran's missile launch. Das Thema sind Irans Angriffe auf Militärbasen im Irak, kündigt Moderator Pedro Echevarria. Yes, hello. Hi, thank you for taking my call. Iran würde eine militärische Auseinandersetzung herausfordern, sagt eben die Republikanerin aus Uniontown in Pennsylvania. Wir uns ihnen in den Weg stellen, umso stärker werden sie in ihren Angriffen. Und wir haben sie zu lange davonkommen lassen. Das liegt nicht am Präsidenten, sondern daran, wie lang man es schon laufen ließ. Dann nimmt der Moderator einen Demokraten in die Sendung, dann einen Republikaner, wieder einen Demokraten und so weiter. Die Iraner seien auch friedliebende Menschen, erklärt Rodney, der aus Kalifornien stammt. Sie wollen einfach respektiert und nicht überfahren werden. Das steht ihnen zu. Sie sind eine souveräne Nation. In einer aktuellen Umfrage haben 47% der befragten Amerikaner geantwortet, sie unterstützen die gezielte Tötung des iranischen Kommandeurs Qasem Soleimani. 40% tun es nicht. Befürworter und Gegner lassen sich leicht Republikanern und Demokraten zuordnen, unterscheiden in Anhänger und Gegner von Präsident Trump. Thorsten Teichmann, 6.15 Uhr. China ist zutiefst besorgt über die Situation im Nahen Osten. Keiner möchte, dass die Lage in der Golfregion weiter eskaliert. Eine Machtpolitik, wie wir sie derzeit beobachten, ist weder erfolgsversprechend noch nachhaltig. Die militärischen Abenteuer der USA verletzen die grundlegenden Regeln der internationalen Beziehungen. Sie haben den Konflikt angeheizt und einen Prozess der Destabilisierung in Gang gesetzt. China ist gegen jede
Chinas Projekt der neuen Seidenstraße von zentraler Bedeutung. Daher mahnen wir zur Besonnenheit und fordern besonders die USA auf, ihre Macht nicht zu missbrauchen. Das kann sonst zum Krieg führen. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat China sein Engagement dort weiter intensiviert. Während die Sanktionspolitik der USA europäische und auch deutsche Unternehmen dazu bewogen hat, aus dem Iran wegzugehen, haben chinesische Investoren profitiert. Auch weil China seine Geschäfte mit dem Iran über sein eigenes Bankensystem abwickeln kann. Wenn aber die Energieversorgung aus dem Golf beeinträchtigt wird, schadet das direkt der chinesischen Wirtschaft. Auch deshalb plädiert der chinesische Botschafter bei der UN, Zhang Jun, für eine diplomatische Lösung. We urge the United States not to abuse any further use of force. Wir appellieren an die USA, ihre militärische Macht nicht weiter zu missbrauchen. Und wir rufen alle Seiten dazu auf, maximale Zurückhaltung zu üben und sich um eine diplomatische Lösung zu bemühen, damit es gelingt, Frieden und Sicherheit in der Region wiederherzustellen. Of the peace and security of the whole region. Gemeinsam mit Russland hat China eine Sicherheitserklärung der UN blockiert, in der die Erstürmung der US-Botschaft in Bagdad an Silvester verurteilt wird. Der Grund? Darin wurde auf die anschließende Tötung des iranischen Generals Soleimani nicht eingegangen. Das sei unmöglich, hieß es aus chinesischen Kreisen. Im Dezember gab es zum ersten Mal eine gemeinsame militärische Übung der Marine aller drei Länder, China, Russland und Iran. Zum Jahreswechsel war der iranische Außenminister zu Besuch in Peking. Die Kooperation ist längst nicht nur wirtschaftlicher Art. Informationen von Axel Dorloff, 6:20 wird es. Australien 27 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 2000 Gebäude wurden zerstört. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Es ist und es bleibt heiß. Lena Bodewein. It was Australia's warmest year on record, coming in well above 2013, the previous warmest year. Das vergangene Jahr war offiziell das heißeste und trockenste Jahr, das in Australien je aufgezeichnet wurde. Andrew Watkins, Chefmeteorologe,